Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr es schafft, auch ohne Highspeed, auch ohne Datenvolumen meine ich natürlich, noch mit Highspeed zu surfen. Ich habe das Ganze hier getestet unter Android 8 mit einem Vodafone-Tarif. Ich bin Callia-Kunde. Ein Kumpel von mir ist das genauso und bei diesem funktioniert der Trick. Ebenso, ich suche jetzt hier kurz mal nach der Speedcheck-App. So, öffne die kurz, drücke hier auf Test und ihr seht, ja, 22 Millisekunden Ping, aber der Download kommt nicht zu Potte. Für normal geht es viel schneller. Und der Trick an der Sache ist einfach bloß, dass ihr euch immer wieder mit dem Netz neu verbindet. Das heißt, ihr macht den Flugmodus an, dann macht ihr ihn wieder aus und dann verbindet sich ja eure Datenverbindung neu und bei dieser Datenverbindung, bei diesem Neuaufbau, kommt es oftmals zu Fehlern. Wir benutzen jetzt hier am besten die YouTube-App, weil die tut automatisch, wenn wir wieder eine Internetverbindung haben, anfangen zu laden und wenn man Highspeed hat, dann lädt diese ja entsprechend schnell. Wir machen jetzt also einmal den Flugmodus an und Flugmodus wieder aus. Wir sehen jetzt hier, wir sollen uns mit dem Internet verbinden und direkt, wenn ich wieder eine Internetverbindung bekomme, ja, lädt diese neu. Wir sehen, das funktioniert gerade nicht. Wir machen das Ganze so lange, bis wir uns mit diesem Bug sozusagen verbunden haben. Ich werde das Ganze jetzt einmal pausieren, werde für euch mitzählen, wie viele Versuche ich brauche. Es sind meistens so um die 5. Ich habe jetzt hier Videovorschläge, aber ihr seht ja, dass es nicht schnell lädt. Ich mache das Ganze jetzt einfach mal und sage euch dann, wie lange ich gebraucht habe, beziehungsweise wie viele Versuche ich benötigt habe. So, ich habe es dann jetzt auch schon geschafft. Ihr seht ja hier oben an meinem Handy auch, wie lange ich dazu gebraucht habe. Das waren jetzt, glaub ich, 2, 3 Minuten und ich habe insgesamt 8 Versuche gebraucht. Musste also 8 Mal, achtmal musste ich also mich neu verbinden mit dem Flugmodus. Ich kann jetzt hier auch ganz kurz mal in die Mein Vodafone App gehen und euch einmal zeigen, dass ich auch wirklich kein Datenvolumen mehr habe. So, ich hoffe mal, dass diese jetzt auch sofort lädt. Genau. Ihr seht jetzt hier also, ich habe von meinen 2,39 GB nichts mehr und werde jetzt einmal in meine Speedcheck-App gehen. So. Und einmal den Test hier starten. Und ihr seht direkt, ich würde, wenn ich gedrosselt wäre, niemals einen Download von 17 Mbit schaffen. Dürfte ein guter Beweis dafür sein. Und ich kann jetzt halt, wie gesagt, ihr seht ja oben noch 4G, kein WLAN. Ich kann jetzt hier auch einfach irgendwelche Videos starten. Und ihr seht, dass diese auch sofort laden. Gut, ja, ich denke, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, der Trick funktioniert bei euch genauso und ihr könnt das Ganze nutzen. Und bis dahin wünsche ich euch noch, ja, einen schönen Tag. Tschüss.